Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 14381, zum Thema Lehren aus der Legislaturperiode ziehen. Der Landtag muss Grundpfeiler einer effektiven Breitbandpolitik setzen. Ich darf hinweisen auf den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion in Drucksache 14527. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Dr. Paul das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir befinden uns in der Endphase der Legislaturperiode und das ist, denken wir, eine gute Zeit, mal ein Fazit zu ziehen und gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Es hat ja kaum ein Plenum oder einen Wirtschaftsausschuss in den letzten 3 Jahren gegeben, der den Breitbandausbau nicht zum Thema hatte. Egal ob politischer Antrag, Aktuelle Stunde, Haushaltsantrag oder Berichtswunsch im Ausschuss, das schnelle Internet war Ziel vieler parlamentarischer Initiativen. Und wir Piraten, aber auch die Kollegen von CDU und FDP, haben es der Landesregierung nicht einfach gemacht, haben kritisch nachgefragt und immer wieder auf mehr Engagement, auf mehr Tempo gepocht. Das zeichnet ja auch eine gute Oppositionsarbeit aus. Und unsere Debatten haben sich gelohnt. Auch wir Piraten haben dazugelernt und unsere Anträge weiterentwickelt, haben vor Vectoring gewarnt und echte Glasfasernetze eingefordert. Inzwischen hat sich auch die Landesregierung zu einem Glasfaserziel bekannt, und das ist gut so. Dennoch, die grundlegenden Herausforderungen des Breitbandausbaus in Nordrhein-Westfalen sind noch immer nicht gelöst. Sie sind im Grunde die gleichen wie zu Anfang der Legislaturperiode. Zum einen gibt es immer noch die digitale Spaltung, also viel langsamere Netze auf dem Land als in der Stadt. Damit werden Regionen abgehängt von der Digitalisierung und damit auch von wirtschaftlichen und sozialen Teilhabechancen der modernen Wissensgesellschaft ausgeschlossen. Und zum anderen sind die sehr schnellen Gigabit-Anschlüsse für 9 von 10 Haushalten, für die meisten Schulen und Unternehmen bis jetzt die absolute Ausnahme. Und daran ändern leider auch die am Dienstag veröffentlichten Ausbauzahlen nichts. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und Eckpfeiler einer effektiven und ehrlichen Breitbandpolitik für die Zukunft aufstellen. Nur so können wir als Landtag sicherstellen, dass die grundlegenden Herausforderungen auch wirklich angepackt und gelöst werden. Wichtig ist erstens, dass die Förderung und Regulierung auf Glasfasernetze bis ins Haus setzt. Dieses Infrastrukturziel hat sich in Brüssel noch nicht durchgesetzt und bedarf daher der politischen Unterstützung von uns allen. Zweitens müssen wir wegkommen von politischen Sonntagsreden und stattdessen realistische Ziele und auch Instrumente benennen. Das geht nur, indem Zwischenziele gesetzt und überprüft werden. Ein Beispiel: Das Ziel auszugeben, bis ins Jahr 2026 ein flächendeckendes Glasfasernetz haben zu wollen, ist das eine. Dann muss man aber auch von 50% Versorgungsgrad im Jahr 2021 und 25% Versorgungsgrad im Jahr 2019 sprechen und das anvisieren. Und da fängt das Problem an. Wie ist es möglich, innerhalb von 2 Jahren von 7% auf 25% zu springen? Das geht nicht. Sie sehen, Zwischenziele machen eine realistische Betrachtung überhaupt erst möglich. Und drittens muss die Versorgung mit schnellem Internet als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge definiert werden, da sie einen wichtigen Baustein für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse darstellt. Anders werden vor Ort in den Kommunen keine flächendeckenden Netze ausgerollt. Das ist unsere Überzeugung. Und viertens brauchen die lokalen Akteure, egal jetzt ob Stadtwerke, Unternehmen oder Bürgernetze, die Glasfaser bis in die Wohnungen bringen wollen, noch viel, viel mehr politische Unterstützung. Es muss Schluss sein mit dem Rosinenpicken gewisser Unternehmen, die mit dem Ausbau von Vectoring im Ortskern nachhaltige Glasfaserprojekte unwirtschaftlich machen. Meine Damen und Herren, im Gigabit-Zeitalter können wir uns ein reines Durchwursteln nicht leisten. Lassen Sie uns gemeinsam Eckpfeiler einer effektiven Politik setzen, die einen echten Durchbruch im Breitbandausbau bewirken kann. Zum Entschließungsantrag der Union muss ich leider sagen, den werden wir ablehnen. Dort ist von Fördergutscheinen für Unternehmen die Rede. Das erinnert so ein bisschen an Lebensmittelgutscheine nach dem Krieg. Das korrespondiert auch so ein bisschen mit dem, was in Zeile 2362 im Wahlprogramm der Union steht.
Da wird sich nämlich vorgestellt, dass die Studenten demnächst am Eingang der Universität eine einheitliche Matrikelnummer aus dem Automaten ziehen. Das kann nicht die digitale Zukunft sein. Ich bitte dennoch um Zustimmung zu unserem Antrag. Er stellt ein Resümee und einen Ausblick in die Zukunft dar. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vogt. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Dr. Paul, erstmal zumindest dafür schon mal vielen Dank, dass Sie das Thema heute mal wieder mit auf die Tagesordnung gesetzt haben. Dann können wir darüber sprechen, wo wir heute stehen. Weil ganz aktuell liegen ja Zahlen vor aus dem Dobrindt-Ministerium, wie der Ausbaustand aller Haushalte mit 50 Mbit und mehr in Deutschland ist. Und nach diesen aktuellen Zahlen hat NRW seinen Spitzenplatz weiter ausgebaut. 82,2% Ausbaurate, damit liegen wir auf Platz 1 aller Flächenländer in Deutschland. Bayern, das Land von der CDU ist jetzt gar nicht mehr so viel da, auch mengenmäßig hier von Abgeordneten. Die CDU hat ja eine Zeit lang immer wieder Anträge zu diesem Thema gestellt. Bayern, was immer als Musterschüler, vermeintlicher Musterschüler genannt wurde, liegt mit 72% Ausbaurate abgeschlagen auf Platz 8. Sie sehen, die Breitbandstrategie der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist erfolgreich. Das haben wir Ihnen vor ein paar Monaten schon gesagt. Jetzt sehen Sie es auf Schwarz-Weiß. Und ich erinnere mich, er ist jetzt gerade nicht da, aber Herr Wüst von der CDU, wie er hier stand. Und nachdem die Zahlen für NRW schon gut waren, dann sich was Neues ausgedacht hat. Er hat dann immer gesprochen von der Ausbaudynamik. Die Ausbaudynamik wäre in Bayern viel besser. Man bekam manchmal den Eindruck, als hätte Herr Wüst einen weiteren Nebenjob, Pressesprecher der bayerischen Staatsregierung, so wie er diese Ausbaudynamik anpries. Und wenn wir die Ausbaudynamik sehen, ist Bayern plus 3, Nordrhein-Westfalen mit plus 5 auch dort weit vorne. Und wenn wir sogar den Bundesschnitt sehen, liegt Nordrhein-Westfalen über diesem Bundesschnitt. Und das ist besonders bemerkenswert, weil gerade der Aufwand für den Ausbau, wenn man schon relativ hohe Ausbauraten hat, besonders teuer und aufwendig ist. Und meine Damen und Herren, diesen Spitzenplatz hat Nordrhein-Westfalen nicht von alleine bekommen. Der ist erarbeitet. Minister Dün hat sehr früh zu einem runden Tisch Breitband eingeladen. Er hat Partner von Kommunen, Telekommunikationsunternehmen, Verbänden zusammengeholt, die hier zusammengearbeitet haben. Breitbandkoordinatoren wurden eingesetzt, die vor Ort den Ausbau organisieren. Eine finanzielle Förderung von rund einer halben Milliarde Euro wurde auf den Weg gebracht. Insbesondere Gewerbegebiete, der ländliche Raum und Schulen wurden berücksichtigt. Und all diese Maßnahmen zusammen haben dazu beigetragen, dass wir heute an der Spitze aller Flächenländer stehen. Und Nordrhein-Westfalen geht auch weiter voran. Minister Dün hat eine Gigabit-Strategie vorgelegt. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen ein Infrastrukturziel definiert, flächendeckende Ausrollung Glasfaser bis 2025. Und wenn wir jetzt auf Ihren Antrag gucken, dann sehen wir, dass wir uns im Ziel sicherlich recht nah sind. Aber teilweise sind die Punkte, die Sie dort beschreiben, genau identisch mit dem, was in der Gigabit-Strategie steht. Viele Punkte sind dort vorhanden und einige sind auch schon auf dem Weg. Ein ganzer Teil von den Sachen, die Sie beschreiben. Und Sie wollen sich ja jetzt natürlich mit ein paar von den Lorbeeren einstecken, weil Nordrhein-Westfalen so gut steht und Sie ja durchaus zwischendurch immer darauf hingewiesen haben, wie Ihre Vorstellungen da sind, die sich ja teilweise mit unseren decken. Deshalb bringen Sie diesen Antrag. Der ist leider zum Teil überflüssig. Sie sehen aber insgesamt, und da sind wir uns im Ziel ja einig, Nordrhein-Westfalen weiter als das bestausgebaute Flächenland in Nordrhein-Westfalen zu positionieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Bleiben Sie bitte noch einen Moment vorne.
Denn für die Piratenfraktion hat sich Herr Kollege Dr. Paul zu einer Kurzintervention gemeldet. Wenn er so nett ist, den Knopf zu drücken, bekommt er jetzt für 90 Sekunden das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Kollege Vogt, ich wollte, es ist eigentlich eine Frage, die ich habe. Ich wollte Ihre Ausführung nicht unterbrechen, deshalb die Kurzintervention. In der Piratenauffassung gibt es ja so einen generellen Punkt, wo wir immer von Netzen in Bürgerhand sprechen. Ich würde gerne mal von Ihnen als netzpolitischer Aktivist in der Sozialdemokratie wissen, was wird zu diesem Thema Netze in Bürgerhand in Ihrer Partei debattiert und gibt es dort möglicherweise Positionsentwicklungen? Vielen Dank. Herr Dr. Paul, Sie können, wenn Sie die verschiedenen Debatten verfolgen und auch die Positionspapiere unserer Partei sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Bund sehen, dass wir Breitbandausbau als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten. Das ist so, dass wir nicht sagen, wir wollen nur geförderten Ausbau. Wir sehen die Telekommunikationsunternehmen genauso in der Pflicht wie Kommunen, wie kommunale Unternehmen. Und wir sehen darin auch die Chance, gemeinsam den Breitbandausbau voranzubringen. Bürgernetze sind natürlich ein Bestandteil dieser Gesamtstrategie, weil wir werden nicht ein sofort vorhandenes, einheitliches Netz haben. Wir werden auch die verschiedenen Formen, wir haben Vectoring, wir haben Kabel, wir haben Glasfaserausbau, wir werden die auch weiterhin haben. Auch wenn Sie sich noch so wünschen, möglichst alles in Bürgerhand zu haben und dann auch noch möglichst Glasfaser, wir werden um die Unternehmen, die mithelfen müssen, diesen Ausbau voranzubringen, nicht herumkommen. Jedes bürgerschaftliche Engagement ist aber natürlich wünschenswert und auch unterstützenswert. Von daher sind wir da auch bei diesem Punkt nicht ganz auseinander. Vielen Dank. Soweit Kurzintervention und Entgegnung darauf. Vielen Dank den beiden Kollegen. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Schick das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Dün, Sie haben mit einer Prophezeiung recht behalten. Auch in dieser Plenardebatte diskutieren wir wieder über den Breitbandausbau. Eine andere Prophezeiung, die werden wir allerdings um Meilen verfehlen. Sie haben den Menschen bis 2018, und ich betone bis 2018, eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet versprochen. Wenn man sich den aktuellen Ausbaustand anschaut, dann muss man feststellen, das wird nichts. Ein Wahlversprechen gebrochen. Wenn man sich den aktuellen Ausbaustand anschaut, dann stellt man fest, dass in den vergangenen 5 Jahren gerade einmal 14,4 Prozentpunkte zusätzliche schnelle Internetanschlüsse hinzugekommen sind. Und wenn man dann anschaut, dass jeder 5. Haushalt in Nordrhein-Westfalen noch unterversorgt ist, dann erkennt man, dass in den kommenden 10 Monaten das Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Um es noch einmal zu betonen, Sie haben es versprochen und Sie haben es gebrochen. Und wenn ich dann die Selbstbeweihräucherung von Herrn Vogt höre, dass Nordrhein-Westfalen besser angebunden ist als jedes andere Flächenbundesland, dann müssen wir uns doch einmal auf die Ursachen konzentrieren. Wir haben hier ganz, ganz viele Kabelnetze liegen, einfach aufgrund der Bevölkerungsdichte. Und das hat dazu geführt, dass hier Nordrhein-Westfalen etwas besser angebunden ist. Aber wenn wir Gleiches mit Gleichem vergleichen, beispielsweise die Anbindung der Städte, dann stellt man fest, dass in Bayern laut Auskunft unseres Wirtschaftsministers die Versorgung besser ist als in den Städten in Nordrhein-Westfalen. Auch die Piraten haben in einem Punkt recht, und zwar müssen wir uns mit dem Glasfaserausbau intensiv beschäftigen, sonst wird es auch 2026 nichts mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau. Der digitale Strukturwandel dort wäre Nordrhein-Westfalen denn wieder einmal Verlierer. Das gilt es zu verhindern. Und deswegen müssen jetzt Konsequenzen gezogen. Punkt 1, ohne eigene Fördermittel des Landes geht es nicht. Bis 2015 hat Rot-Grün lediglich in geringem Umfang Fördermittel aus EFRE und ELA bereitgestellt. Und das hat bei weitem nicht ausgereicht, um eine nennenswerte Ausbaudynamik in Nordrhein-Westfalen zu erzeugen. Das Fördervolumen war einfach zu klein und die Förderprogramme
passten nicht zu den Bedarfen im Land. Also hier ist deutlich mehr Dynamik erforderlich. Kommunen müssen besser und frühzeitiger beraten werden. Das ist der zweite Punkt. Beispiel Bundesförderung. Bisher hat der Bund 1,3 Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet. Und davon gingen bislang nur 55 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen, gerade einmal klägliche 4,2%. Wenn man sich Mecklenburg-Vorpommern anschaut, da sind 704 Millionen Euro hingewandert, 53% der Mittel. Aber woran liegt das? Liegt das nur an der Struktur oder liegt das vielleicht daran, dass die Kommunen dort besser beraten worden sind? Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass die Landesregierung dort wesentlich früher angefangen hat, nämlich schon im Sommer 2015, und nicht, wie Sie hier, erst einmal die Hände in den Schoß gelegt hat und erst im Dezember angefangen hat. Wenn es Brei regnet, dann muss man die Löffel raushalten und nicht anfangen, erst welche zu schnitzen. Wir müssen den Anschluss kleinerer und mittlerer Unternehmen beschleunigen. Das ist wichtig für das Wirtschaftswachstum, das ist wichtig für die digitale Infrastruktur. Und die MIKO-Studie hat ja gezeigt, dass wir hier erhebliche Defizite haben. 9 von 10 Gewerbegebieten hatten keinen entsprechenden Anschluss. Und auch die Familienunternehmer bemängeln, dass seit 2012 sich die Breitbandversorgung nicht nennenswert verbessert hat. Auch bestehende Förderprogramme der NRW-Bank müssen angepasst werden. Das gilt insbesondere für den Förderkreditrahmen oder das Förderkreditprogramm NRW-Bank Breitband. Das ist so unattraktiv, das hat in den vergangenen 5 Jahren kaum einer angenommen. Und wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung beim Netzausbau. Schleswig-Holstein arbeitet schon seit Jahren mit Bürgerbreitbandfonds. Mittlerweile sind 14% der Haushalte mit einem Glasfaseranschluss versorgt. In Nordrhein-Westfalen sind es lediglich 7%. Also das zeigt doch, wo die Defizite liegen. Also wir brauchen nach 7 Jahren Rot-Grün endlich mehr Tempo. Sonst, wie gesagt, verpassen wir den digitalen Strukturwandel wieder einmal. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die Fraktion der Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Schick, das war jetzt tatsächlich so ein Musterbeispiel dafür, dass man auch in 5 Minuten sehr intensiv die Torpfosten verschieben kann, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht doch noch irgendwie einen Ball ins Netz kriegt. Aber so richtig geklappt hat das nicht, dieses bunte Durcheinander, was Sie hier zum Besten gegeben haben. Versuchen wir es mal ein bisschen aufzudröseln. Also erster Punkt, die Ausbaudynamik. Ja, jetzt haben Sie das immer bemängelt, dass es Ihnen nicht schnell genug vorangeht. Jetzt zeigt die Dynamik, zeigt sich die Entwicklung über das letzte Jahr, dass es um 5 Prozentpunkte die Breitbandversorgung in Nordrhein-Westfalen angestiegen ist. Jetzt liegt das daran, dass ja die Kabel schon in der Erde liegen. Also wenn im letzten Jahr nichts passiert wäre, dann wäre die Versorgungsquote ja nicht angestiegen. Insofern ist dieses Argument schon mal nicht. Zweites Argument, was Sie hatten, Bundesprogramm und wie viel Mittel aus dem Bundesprogramm nach Nordrhein-Westfalen fließen. Das haben wir Ihnen jetzt eigentlich schon so oft erklärt, dass ich die Hoffnung hatte, dass es möglicherweise angekommen sein könnte. Ist es aber nicht. Wie ist dieses Bundesprogramm gestrickt? Es ist nicht zum Vorteil Nordrhein-Westfalens gestrickt. Es ist unter anderem deshalb nicht zum Vorteil Nordrhein-Westfalens gestrickt, weil es die Länder überproportional berücksichtigt, die eine übermäßig schwache Breitbandversorgung haben. Das heißt also, dadurch, dass wir an ganz vielen Stellen eben eine relativ gute Versorgung haben, immer noch im Ländervergleich, haben wir da Schwierigkeiten neben den ganzen anderen Themen mit der Topografie etc. Alles das sind Punkte, die haben wir hier ausführlich besprochen. Und nur weil Ihnen das nicht passt, dass Nordrhein-Westfalen sich stetig verbessert unter einer rot-grünen Landesregierung, muss es ja noch nicht richtig sein, was Sie hier erzählen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich mich am Anfang meiner Rede auch gerne bedanken beim Kollegen Dr. Paul.
Ja, es ist, dass die Legislaturperiode geht dem Ende entgegen. Sie haben uns Gelegenheit hier gegeben, Bilanz zu ziehen. Und die Bilanz der letzten 5 Jahre ist ja durchaus eine sehr erfolgreiche. Wir haben unseren Spitzenplatz im Ländervergleich verteidigt. Wir haben an Ausbaudynamik zugelegt und wir haben vor allem das geschafft, was wir auch immer gesagt haben, was jetzt passieren muss. Wir haben Bewegung ins System reingekriegt. Diese 5% plus in der Ausbaudynamik, die sind halt nicht vom Himmel gefallen, sondern die kommen tatsächlich aus konkreten Schritten, die wir miteinander hier vorangebracht haben. Ich erinnere nur an die einzelnen Maßnahmen, die wir entwickelt haben, etwa die Förderrichtlinie zur Erstellung von NGA-Konzepten und von Breitbandbeauftragten, die eigenen Mittel, die Nordrhein-Westfalen seit langem bereitstellt, jetzt zuletzt aus der digitalen Dividende für eigene Programme im Übrigen und nicht zur Kofinanzierung des Bundesprogramms, auch das etwas, was uns die Opposition immer wieder, was die Opposition immer wieder falsch darstellt, um eben uns dem Ziel zu nähern, 50 Mbit für alle Haushalte im Jahr 2018 zu schaffen. Und da greifen wir eben auf alle Möglichkeiten zurück, die es gibt, nicht nur auf die Wirtschaftlichkeitslückenförderung, weil das eben auch nachgefragt wurde, sondern eben auch auf beispielsweise Genossenschaftsmodelle, etwas, was wir Rot-Grün neu eingeführt haben, was aus meiner Sicht sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an einer Stelle dem Piratenantrag durchaus recht geben, dass es eben nicht bei dem Ziel 50 Mbit bleiben kann, auch wenn wir daraus eine unterschiedliche Konsequenz durchaus ziehen. Wir sagen ja als regierungstragende Fraktion, dass es richtig ist, diesen Zwischenschritt jetzt zu gehen, weil wir eben von den Bedarfen der Haushalte und der Endverbraucher in der Regel da ein bedarfsdeckendes Angebot machen. Aber natürlich müssen wir darüber hinauskommen, müssen wir eine Glasfaser flächendeckend abdecken können in der Mitte des nächsten Jahrzehnts als Zielvorgabe. Dafür haben wir eine Gigabit-Strategie entwickelt und die gilt es jetzt mit Leben zu füllen. Da ist das Aktionsbündnis Gigabit des Wirtschaftsministers mit Sicherheit ein sehr, sehr guter und sehr vernünftiger erster Schritt. Und ich freue mich, dass wir dann auch in 5 Jahren hier wieder eine erfolgreiche Regierungsbilanz vorlegen können. Und insofern glaube ich, die Breitbandversorgung ist bei Rot-Grün in guten Händen und das soll auch so bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bombis das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Vor einigen Tagen hat die SPD-Fraktion in einer Pressemeldung stolz darauf verwiesen, dass 82% Ausbau mit 50 Mbit im Land erreicht worden seien. Lieber Herr Hübner, als der Koalitionsvertrag von SPD und Grünen 2012 geschlossen worden ist, haben Sie den Menschen in diesem Land versprochen, dass bis 2018 der Ausbau mit 50 Mbit im Land flächendeckend erreicht werden wird. Und Sie haben also in diesen 5 Jahren, denn damals lag der Ausbau bereits bei 67-70%, je nach Quelle, Sie haben also in diesen 5 Jahren 12-15% geschafft. Und deswegen können Sie den Menschen jetzt nicht erzählen, dass Sie in einem weiteren Jahr noch mal die gleiche Zahl schaffen können. Und selbst dann wären Sie noch lange nicht bei 100%. Sie haben Ihr Wort an dieser Stelle gebrochen. Und dass Sie das auch wissen. Herr Kollege Bombis, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Hübner? Aber natürlich. Herr Kollege Bombis, ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie heute Morgen in der Debatte hier gewesen wären, hätten Sie feststellen können, dass der Kollege Sundermann auf 2 Aspekte hingewiesen hat. Dass wir erstens die höchste Ausbaudynamik haben und zweitens hat er mit einem ganz einfachen Trick Ihnen das vorgerechnet, dass man bis zum Jahr 2018 tatsächlich über 100% bei der aktuellen Ausbaudynamik erreichen kann. Über 100% ist natürlich
nicht unbedingt erstrebenswert, weil wir bei 100% dann auch fertig wären. Wie schätzen Sie das ein, was der Kollege Sundermann heute Morgen hier vorgetragen hat? Ich halte das für gut. Herr Hübner, ich schätze das genauso ein, wie Sie es gerade gesagt haben. Im Übrigen auch genauso, wie es der Herr Vogt in jeder dieser Debatten hier immer wieder erzählt. Erstens, mit Tricksereien ist uns überhaupt nicht geholfen bei dem Breitbandausbau. Sie haben selber davon gesprochen, dass Sie es mit einem Trick erreichen wollen. Zweitens, Sie werden es bis 2018 nicht schaffen, die weißen Flecken in diesem Land, Sie haben mich gefragt, Sie kriegen eine Antwort, die weißen Flecken in diesem Land auszubauen. Damit haben Sie Ihr Wort gebrochen. Und Herr Hübner, dass Sie auch wissen, dass Sie das Wort gebrochen haben, dass Sie es selber wissen, das dokumentieren Sie und das dokumentiert die gesamte Landes-FDP in Ihrem Wahlprogramm. In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie nämlich, dass Sie bis 2018 eine flächendeckende Versorgung für Unternehmen erreichen wollen, aber nicht für alle Bürgerinnen und Bürger, sondern nur von Unternehmen. Ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn die FDP sowas mal in ihr Wahlprogramm schreiben würde. Nachdem der Wirtschaftsminister dieses Landes an einer anderen Stelle gesagt hat, es geht darum, auch bei der Digitalisierung, um die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen, darum, diese sicherzustellen, in allen Bereichen des Lebens, reden Sie jetzt nur noch von Unternehmen. Sie haben Ihr Wort gebrochen, was den flächendeckenden Breitbandausbau angeht, und da helfen Ihnen auch Tricksereien nicht drüber weg. Ich sage Ihnen, dass wir als Freie Demokraten der Überzeugung sind, dass wir sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Sicht einen Strategiewechsel benötigen. Natürlich müssen wir kurzfristig die weißen Flecken, die wir in Nordrhein-Westfalen immer noch haben, damit alle Menschen von diesem Breitbandausbau profitieren, schließen. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass wir immer noch Gemeinden haben, wo eine Breitbandversorgung im einstelligen Prozentbereich liegt. Aber vor allem müssen wir langfristig dafür sorgen. Herr Hübner, jetzt beruhigen Sie sich doch mal bitte. Hören Sie doch einfach mal zu. Vor allem müssen wir langfristig die Zukunftsperspektive dieses Landes in den Blick nehmen. Und das wissenschaftliche Tool, Herr Hübner, vielleicht entspannen Sie sich einfach mal. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste, das geht davon aus, dass die Bandbreitennachfrage in den nächsten Jahren auf 1 Gigabit steigen wird. Das bedeutet, wenn Nordrhein-Westfalen digitaler Spitzenstandort werden will, wenn wir als digitaler Spitzenstandort uns endlich von Nullwachstum und der roten Laterne im Bundesländervergleich, denn die gibt es auch, Herr Vogt, davon verabschieden wollen, wenn wir also die besten Voraussetzungen für Industrie 4.0 schaffen wollen, für Wirtschaft 4.0, denn da gehört natürlich auch Handwerk und Mittelstand dazu, dann müssen wir die Grundlagen für die Gigabit-Gesellschaft schaffen. Das gelingt nur, und darüber sind wir uns zum Glück hier alle einig, mit einem flächendeckenden Glasfaserausbau. Und deswegen wäre es klug gewesen, sich frühzeitig gemeinsam dazu zu bekennen und alle Anstrengungen in dieser Richtung zu unternehmen. Der hier vorliegende Antrag der Piraten, das will ich durchaus zugestehen, trifft also in der Analyse des schleppenden Breitbandausbaus und der Analyse der Situation und der verlorenen Jahre, was die letzten 5 Jahre angeht, durchaus zu. Die Forderung nach einem flächendeckenden Breitbandausbau ist völlig richtig, das teilen wir ausdrücklich. Ich finde es allerdings schade, und es ist auch die Schwäche des Antrags für mich, dass Sie hier keinen konkreten Vorschlag machen. Sie mahnen Zwischenziele an, Sie benennen sie nicht. Wir waren hier schon mal weiter, wir alle, das gestehe ich durchaus zu. Wir haben zum Beispiel eine Glasfaser-First-Strategie vorgeschlagen. Wir haben gesagt, es dürfen keine Fördermittel mehr in veraltete Technologien, Stichwort Vectoring, vergraben werden. Die Einführung eines Glasfaserförderfonds haben wir vorgeschlagen, insbesondere mit dem der Ausbau im ländlichen Raum gefördert und unterstützt werden soll. Wir wollen die Bündelung der Kompetenzen für die Digitalpolitik in einem Ministerium, damit es hier keine Streitigkeiten zwischen Wirtschafts- und Umweltressort mehr gibt. Und ich füge ausdrücklich hinzu, wir sehen diese Bündelung im Wirtschaftsministerium. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Und weil der CDU-Antrag an dieser Stelle nach unserer Auffassung in die richtige Richtung geht, werden wir diesen unterstützen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. Nächster Redner ist der fraktionslose Kollege Schwert.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und an den diversen Kabeln. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich mich überhaupt noch mal im Thema Breitband zu Wort melden soll. Wir haben uns ja in der Vergangenheit geradezu den Mund fusselig geredet. Wir haben wirklich zahlreiche Ideen geliefert, zum Beispiel das Infrastrukturziel Glasfaser, Verzicht auf Sackgassen wie Vectoring, Kompetenzbündelung in einem Ministerium und so weiter. Leider mit wenig Wirkung auf die Landesregierung. Und Herr Vogt, hier im Plenum hieß es sehr lange Zeit technologieneutrale Förderung. Das war ein sehr dickes Brett zu bohren, bis Sie das abgelegt haben. Vielleicht müssen wir diese Legislatur im Wesentlichen als verloren werden für das Ziel flächendeckenden Breitbandausbaus mit Glasfaser. Mit dem Tempo kommen wir nie ans Ziel. Aber ich bin nicht bereit, die digitale Spaltung in diesem Land einfach so hinzunehmen. Haben Sie, Anwesenden, hier nicht alle den Anspruch, in der kommenden Legislatur zu regieren? Dann werden Sie dem gerecht und entscheiden Sie etwas mit langfristiger Wirkung, was mal über eine Legislaturperiode hinausgeht. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Dün das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Dinge, die insbesondere Herr Vogt und Herr Bolte erwähnt haben, nicht alle wiederholen, will aber zum Ausdruck bringen, dass ich mich Ihnen ausdrücklich anschließe. Diese Diskussion mutet manchmal schon ein bisschen merkwürdig an. Wir sind das Bundesland unter den Flächenländern mit dem am besten ausgebauten Netz. Und wenn Sie über Dynamik reden, will ich Ihnen die Zahlen aus den zurückliegenden Tagen einfach noch einmal in Erinnerung rufen. Wir waren Ende 2015 bei 76,2, wir sind jetzt bei 82,2%. Das ist ein Plus von 6%. Und Herr Schick wird nicht müde, in Kenntnis dieser Zahlen in seiner Rede noch einmal auf Bayern und auf Mecklenburg-Vorpommern abzustellen. Und nur damit wir das noch einmal vor Augen haben. Mecklenburg-Vorpommern hat eine Ausbaudynamik im Jahre 16 von 4,9, also schlechter als bei uns, hingelegt. Aber nur damit wir auch das nochmal in Zahlen sehen. Wir bei 82,2, die sind bei einem Ausbaustand von 57,4%. Also da würde ich jetzt ganz vorsichtig sein, das irgendwie in irgendeiner Art als Referenzgröße oder gar vorbildlich für Nordrhein-Westfalen heranzuziehen. Und bei Bayern, die sind 10% hinter uns. Sie haben jetzt einen Ausbaustand von 72,1. Im Vergleich zu 82,2 alle Fragen beantwortet. Aber auch da, was die Dynamik angeht, Sie haben hier 3 oder 5 Jahre lang, haben Sie hier berichtet, Bayern gibt viel mehr Geld aus. Bayern macht alles besser. Bayern ist super. 10% hinter uns, Ausbaudynamik 3,7%. Damit im Übrigen, ich gucke noch mal nach, wir nehmen ja nur die Flächenländer, Bremen und Hamburg haben natürlich noch mal andere Werte, aber bei allen Flächenländern, wer ist eigentlich der letzte Platz? Bayern. Und Sie ziehen es hier wieder und Sie ziehen es als Vorbild heran. Also da würde ich ja wenigstens mal, wenn ich schon als Opposition versuche, bei diesem Thema irgendwie einen Punkt zu machen, da würde ich mir ja wenigstens Argumente überlegen, die einer kurzen Prüfung noch standhalten. Das ist bei Ihnen, bei der CDU, leider nicht der Fall. Und damit wir das nochmal übersetzen, weil Prozente ist ja alles relativ, damit wir das einfach mal ganz konkret in Haushalte übersetzen. Was ist im Jahr 2016 passiert? Wie viele Haushalte sind wo angeschlossen worden? Und da einfach nur zwei Zahlen. Bayern 233.000 Haushalte, Nordrhein-Westfalen 520.000 Haushalte. Das ist die Dynamik im Vergleich. Und jetzt so zu versuchen, sowohl von FDP als auch von CDU, im März 2017 feststellen zu können, dass man das Versprechen, das im Übrigen nicht nur ein Rot-Grünes dieser Landesregierung ist, sondern genauso gleichlautend auch ein Versprechen der Bundesregierung, die ja bekanntermaßen auch aus anderen Partnern besteht,
dass das, was Ende 2018 erreicht werden soll, jetzt nicht mehr erreichbar wäre, ist schon wirklich abenteuerlich. Denn was ja noch gar nicht mit in diesen Zahlen drin ist, ist das, was eben mit Herrn Dobrindt gemeinsam von uns mit den Kommunen sauber vorbereitet und entsprechend kofinanziert auf den Weg gebracht wird. Und deswegen hat der Schick bei einem Wort, ja, weil er es ja besser weiß, auch so eine Betonung hineingelegt. Er hat nämlich gesagt, heute, weil er weiß, dass in der nächsten Woche Bescheide übergeben werden in Berlin. Und von 21 Anträgen, die aus Nordrhein-Westfalen gekommen sind, 20 Anträge nach Kenntnis, die wir aus den Kommunen und aus Berlin haben, 20 dieser Anträge bewilligt werden. Und dann stellt er sich hier hin und sagt, die Kommunen seien nicht gut beraten. Das Gegenteil ist doch bewiesen. Herr Minister, das Gegenteil ist doch bewiesen. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage des von Ihnen soeben erwähnten Abgeordneten Schick zulassen? Unbedingt. Dann los. Sehr geehrter Minister, vielen Dank, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Ich habe gerade vernommen, dass Sie gesagt haben, bis Ende 2018 wollten Sie das Ziel erreichen. Sie nicken gerade, wenn auch etwas dezent und unsicher. Sie wissen ja, dass ich die Internetseiten Breitband NRW immer wieder lese. Da steht drauf, bis 2018, noch einmal, bis 2018 sollen alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen mit schnellem Internet versorgt sein. Das Versprechen bekräftigte NRW-Wirtschaftsminister Gareth Dünn in der Vorstellung der jüngsten Zahlen zum Breitbandausbau am Dienstag, 14.03. Wenn ich sage, ich bin bis 12 Uhr bei Ihnen und tauche dann um 12.59 Uhr auf, dann habe ich mich verspätet. Also von daher gehe ich doch davon aus, dass diese Zahl richtig ist. Oder widersprechen Sie mir da? Ich weiß nicht, mit welcher Uhr Sie wann wo sein wollen, Herr Schick. Das ist mir aber auch gar nicht wichtig. Ich will Sie einfach nur daran erinnern. Es ist ein gleichlautendes Ziel von Landesregierung und Bundesregierung. Diese Bundesregierung, wie Sie wissen, wird von SPD und etwas größer noch von der CDU geführt. Ich war selbst bei den Koalitionsverhandlungen dabei, auch in diesem Thema. Und dass Sie jetzt so tun, als Partei, jedenfalls wesentlicher Bestandteil dieser Bundesregierung, dass es irgendeine andere Verabredung geben würde, als eben in der Tat bis zum Ende 2018 die flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit sicherzustellen, das ist schon wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen. Nichts anderes ist von irgendwem, irgendwo, irgendwann behauptet und gesagt worden. Und genau dieses Ziel werden wir erreichen. Im Übrigen, was die Dynamik angeht, nur auch da noch mal eine Korrektur Ihrer Zahl in dem Antrag. Wir haben seit Ende 2010 ein Plus von 24,3%. Ja, nicht die Zahlen, die Sie dort vorgelegt haben. Und einen Kronzeugen kann ich nicht auslassen. Weil wenn Sie heute den Pressespiegel genau lesen, hat sich Michael Hüter zum Thema, wir haben es gestern hier diskutiert, 4.0 geäußert. Und eine Zeitung hat das heute noch einmal in Teilen wörtlich abgedrückt. Da können Sie dann auch wieder politisch noch mal das eine oder andere rausziehen. Ich nehme jetzt nur den letzten Absatz. Diese Zahlen zeigen, dass NRWs Unternehmer schleunigst auf den fahrenden Zug aufspringen sollten, um den Anschluss nicht zu verpassen. Da geht es um das Thema 4.0. Und dann kommt wörtlich Herr Hüter, mein Kronzeuge. Mit seinem im Vergleich zu anderen Bundesländern gut ausgebauten Breitbandnetz sind die Voraussetzungen geschaffen. So, das ist der Fakt. Wir sind Nummer eins bei den Flächenländern. Wir halten diese Position seit Jahren. Wir bauen sie weiter aus. Wir haben eine super Dynamik und wir werden unser gemeinsam verabredetes Ziel definitiv erreichen mit den Instrumenten, die wir als Landesregierung bereitgestellt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Und zwar stimmen wir erstens ab über den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 14381. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. So verfahren wir auch. Wer ist für den Antrag der Piratenfraktion? Das ist die Piratenfraktion sowie der fraktionslose Kollege Schwert. Danke sehr. Wer ist dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme?
Das sind die Fraktionen von CDU und FDP. Vielen Dank. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 19381 abgelehnt ist. Zweitens stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion, Drucksache 19527. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das sind die Fraktionen von CDU und FDP. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Piratenfraktion. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Der fraktionslose Kollege Schwert enthält sich der Stimme. Danke sehr. Damit stelle ich fest, dass auch der Entschließungsantrag Drucksache 19527 abgelehnt ist. Ich schließe die Beratung und die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4 und rufe auf Tagesordnungspunkt 5.